Und im Phoenix-Studio in Bonn begrüße ich Professor Tilman Meyer, den Politikwissenschaftler. Herr Professor Meyer, wir haben hier im Hintergrund das Bild von der griechisch-türkischen Grenze. Das ist die Wiederkehr der Flüchtlingsfrage, die wir offenbar jetzt hier erleben. Was bedeutet das für die europäische, was bedeutet das für die deutsche Politik? Für die europäische Politik bedeutet das, dass man hier vielleicht nicht genug prophylaktisch aktiv gewesen ist, Erdogan nicht entsprechend wahrgenommen hat, denn er hat ja viele Warnrufe abgegeben. Das ist insofern ähnlich der Situation 2015. Auch dort war es so, dass die Betreuung in den Lagern sogar heruntergefahren wurde damals, was dann diesen Prozess der Zuwanderung ausgelöst hat. Jetzt ist natürlich Erdogan am Zündeln, indem er versucht, sich zu rächen für eine Nichtunterstützung der NATO bei seinem Krieg, den er in Syrien führt. Und er hätte gerne eben diese Solidarität, die man ihm aber nicht geben kann. Aber trotzdem muss man natürlich mit ihm in irgendeiner Weise sich in Verbindung setzen. Also die europäische Ebene ist durchaus die primäre, die gefragt ist. Wir wissen, dass von Istanbul aus die griechische Regierung, die türkische Regierung Busse zur Verfügung gestellt hat für die Flüchtlinge, damit die an die Grenze fahren. Wir haben vorhin von unserem Korrespondenten gehört, es sieht offenbar so aus, dass die Türken die Menschen quasi an die grüne Grenze zu Griechenland, quasi, wie er sagte, fluten lassen dorthin. Das heißt, offenbar will Erdogan die Situation weiter eskalieren. Jetzt mal klar, bei allem Verständnis dafür, dass man auch mit solchen Leuten politisch zusammenarbeiten muss. Aber ist es tatsächlich, sind wir gut beraten, die Europäische Union das zu tun? Also man kann sich seine Gesprächspartner nicht aussuchen und das ist hier ganz drastisch der Fall. Natürlich ist es eine Provokation, die hier begonnen wurde von Erdogan. Eine Art Erpressung natürlich auch, denn wir wollen natürlich diese Zuwanderung nicht haben und Griechenland schottet sich ja dankenswerterweise auch entsprechend ab. Andererseits muss man natürlich irgendwie versuchen, den Mann wieder runterzubringen auf ein Normalmaß. Und was Herr Schramm vorhin ja berichtete, war, dass er sagte, die Flutung ist in gewisser Weise gestoppt, ein Stück weit. Das heißt, das Signal von Erdogan, ich kann noch mehr, wenn ihr wollt, aber ich kann auch stoppen. Das sind alles Signale, die man natürlich aufnehmen muss. Die sind nicht sympathisch, weil sie natürlich eben auf Erpressung beruhen. Jetzt haben wir vorhin ja den linken Vorsitzenden Bernd Rixinger gehört, der gesagt hat, es ist ein Gebot der Humanität, da zu helfen. Er meinte natürlich die Grenzregion, aber auch die Region in Syrien. Und Annalena Baerbock sagt, Deutschland müsse bereit sein, vor allem Flüchtlinge von der Grenze aufzunehmen. Herr Professor Meyer, glauben Sie, dass das 5 Jahre nach 2015 in Deutschland vermittelbar wäre, wenn jetzt wieder Tausende von Menschen aufgenommen würden in Deutschland? Wäre das der Bevölkerung vermittelbar? Also die Bevölkerung war 2015 gespalten in Leute, die ein Willkommen gegenüber dieser Migration oder Flüchtlingsbewegung geäußert haben. Das war drastisch die eine Seite. Die andere drastische Seite war eben die komplette Ablehnung. Das heißt, die Bevölkerung ist gespalten. Insofern Ihre Frage beantwortend, würde ich sagen, nein. Jede Stellungnahme, die wir jetzt auch vernommen haben, sagt ja, wir wollen nicht die Situation von 2015 nochmal haben. Auch in anderen europäischen Ländern wird das ja geäußert, dass man diese Situation nicht haben will. Insofern ist das, was Frau Baerbock hier macht, riskant zumindest, auch für die eigene Partei. Denn es könnte ja ein Sog entstehen. Wenn man sagt, wir nehmen 5000 auf, dann könnte man ja international gesehen sagen, die Deutschen nehmen auf, also nichts wie hin. Und diese Situation ist eben deswegen sehr heikel und sensibel und die Wortwahl ist damit auch besonders von Bedeutung. Und insofern ist hier die Aussage von Frau Baerbock durchaus skeptisch zu beurteilen. Ja, vielleicht hören wir dazu heute noch was aus dem Kanzleramt, denn es gibt ja einen Integrationsgipfel und um 15.30 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit der Kanzlerin dazu. Herr Professor Meyer, vielen Dank bis hierher für diese Analysen.